mit dem Astronautenfahrgefühl hier. Ewig junge Gaukelfassade, schon seit dem Mittelalter. Bratwurstduft und Sensationslust. Heutzutage wird das Vergnügen bis an die Grenze des physisch Erträglichen getrieben. Man streift endlich die Konvention einer bürgerlichen Gesellschaft ab, lässt seinen aufgestauten Aggressionen freien Lauf. Freude, Schadenfreude. Man tobt sich aus. Wer Licht, Lust und Lärm produzieren darf, entscheidet der Marktmeister. In den Branchen der großen Geschäfte geht es danach, wer das schönste, das attraktivste Geschäft bringt. Die Marktordnung sieht nicht vor, dass der Einheimische bevorzugt wird. Unsere Marktordnung sieht das nicht vor. Trotz Hektik und Nervenkitzel, das alte Kettenkarussell, längst totgesagt, wird wieder modern. Der Rummelplatz kann auf Opas Kinderromantik nicht verzichten. Jährlich etwa 150 Millionen Besucher tummeln sich auf den 15.000 Volksfesten und Märkten. Einer von ihnen ist der Bremer Freimarkt. Jahresumsatz der Schaustellerbranche über 1 Milliarde Mark. Mit 77 Jahren immer noch dabei ist Oma Klaassen auf dem Freimarkt. Beine so ein bisschen, das ist ja klar, von meinem Alter, nicht? Aber ich kann immer noch laufen, wenn man manche alte Leute sieht, nicht? Soll man ja noch froh sein. Mein Sohn zuliebe, habe ich doch meine Bleibe, habe mein Essen, ich habe auch noch meinen Wohnwagen selber, nicht? Und alleine will ich doch nicht in der Welt mehr rumfahren, nicht? Meine Großeltern hatten früher die größte Arena, die Hochzeitsämter waren die, nicht? Wie lange wollen Sie denn noch so weitermachen? Das weiß ich noch nicht. Solange die Beine tragen? Ja, klar. Ich glaube, bald habe ich genug davon. Mein Mann ist im Jahre 1963 verstorben. Ich stand da vor großen Geschäften, aber ich habe mich zurechtgefunden und habe sehr viel Energie aufgebracht und habe auch ein Geschäft in einem Wert von über 1 Million gebaut. Das Riesenrad von Frau Jenny Willenborg dreht sich mit der Konkurrenz um die Wette. Unter dem Konkurrenzdruck wurde Adolf Steiger zur Vergrößerung seines Hochgeschäftes gezwungen. Investition über 1 Million Mark. Bange Frage beider Unternehmer, wie reagiert das Publikum? Einen Anspruch auf gewinnbringende Plätze hat kein Schausteller. Ja, wir müssen uns aber immer wieder jedes Jahr, das sagt die Gewerbeordnung aus, aufs Neue bewerben. Und somit schwebt man immer wieder unter dieser Drohnen oder dem drohenden Druck. Ja. Bekomme ich den Zuschlag? Bekomme ich den Vertrag oder nicht? Frau Willenborg zieht erbittert die Freimarktbilanz. Man hat immer wieder nach dem großen Rad gefragt und ich habe gesagt, bitte steigen Sie doch mal bei uns ein. Und man hat gesagt, ob das 40 Meter hohe Rad war. Da habe ich gelacht und da sage ich, bitte gehen Sie durch. Die Leute hatten schon die Karten gehabt. Nicht? Nachher kamen sie herunter und haben sie gesagt, sie haben mich ja angelogen. Das Rad ist ja gar nicht 40 Meter hoch. Wir haben ja jetzt von oben gerade das große Rad gesehen. Eine ganz große Katastrophe. Weil man mir die große Konkurrenz hingestellt hat. Und der Bremer Freimarkt trägt nicht zwei solche große Räder. Das ist ausgeschlossen. Mehr Glück hat Leo Winter. Das ist ja einmalig. Das ist meine eigene Konstruktion, mein Patent. Und ich kann überall in Deutschland hinfahren und ich komme soweit ganz gut zurecht. Dieses Geschäft kostet 300.000 Mark. Die besten Märkte sind so wie Bremen, Stuttgart, München. Winters hydraulisch betriebene Illusion eines Raketenstarts zum Mond aktualisiert Jahrmarktsfreuden. Erst nach strenger Sicherheitsprüfung der örtlichen Baupolizei heißt es, wie bei allen Fahrgeschäften, Start frei. Im Rausch der Geschwindigkeit. Schreie lustvollen Entsetzens sind Signale moderner Vergnügungsmärkte. Sie locken, sie verführen. Aber nur den, der sieht, was geboten wird. Sorge Nummer 1 eines jeden Schaustellers, der eine Attraktion verkaufen will: Wie viel Frontmeter billigt mir die Marktbehörde zu? Walter Rieck spricht aus Erfahrung. Wenn ich einen Platz habe, wo man in die Bahn hineinschauen kann und dieses Tal sehen kann, ist natürlich günstiger, nicht wahr? Dann steht das Publikum und schaut dann zu, wie die Fahrgäste da runterkommen.
In 3 Jahren muss sich eine Bahn amortisiert haben. Verschleiß und Mode diktieren das Tempo. Wir als Schausteller sind bemüht, immer wieder was Neues zu bringen, damit die Märkte wieder belebt werden. So eine Bahn können Sie bei 800.000 Mark mit allem Rum und Dran. Lebensform und Sozialprestige der Schausteller sind dem sesshaften Bürger angenähert. Wohnwagen und Innenausstattung nach individuellen Wünschen von Spezialfabriken angefertigt, repräsentieren den Vermögenswert eines Reihenhauses. Elektroherd, Kühlschrank, Dusche, Bad, WC, Fernseher sind in einem 12 Meter langen Wagen keine Seltenheit. So wohnt Familie Emde. Ihr Geschäft ist ein Roundup. Mama, mach mal nicht so viel Theater. Schnell Papa ablösen. Du weißt, dass er mir gerne in der Kasse sitzt, ne? Sylvia Emde, 18 Jahre alt, hängt an dem Milieu, in dem sie groß geworden ist. Vielleicht heiratet sie einen Jungen aus der Branche. Familie und Geschäft sind oft paritätisch. Frage an Vater Gustav Emde, was machen Sie mit 65 Jahren? Ja, wenn wir noch einigermaßen können und rüstig sind und gesund bleiben, dann arbeiten wir so lange weiter, wie es eben geht. Auf der anderen Seite haben wir geklebt und bekommen auch Rente, sodass wir uns mit 65 auch zur Ruhe setzen können. Der Freimarkt wird zerlegt und verpackt. Die Schausteller ziehen ins Winterquartier. Das ist das Häuschen im Grünen oder auch der Abstellplatz am Rande einer Stadt. 4 Monate Zwangsurlaub müssen mit den Einnahmen einer Saison finanziert werden. Von Neuinvestitionen und Reparaturen zu schweigen. Im Frühjahr, wenn die neue Saison beginnt, sind die Schausteller wieder auf Achse. Im Run um die besten Plätze. Und im Oktober rollen sie wieder auf Bremen zu. Wie immer werden sich etwa 700 bewerben. Wie immer wird man aus Platzgründen auf der Bürgerweide nur 350 zulassen können. Kehrseite der Romantik auf dem Rummelplatz. Musik.